Schild. Life Energy. Hey! Hey! Ja. Wenn du nicht mehr weiter weißt, zieh dir einen Feuerball zu Late. Feuerbälle sind sozial. Minotaurus. Warte mal. Hoffentlich ist die Entfernung okay. Aber es gibt da so einen kleinen Trick. Ach nö, beweg dich jetzt nicht. Oh, dann kann ich noch ein bisschen weiter zurückgehen. Habe ich mehr Zeit. Jetzt macht er plötzlich sechsfachen Schaden. Ach komm. Kannst du nicht springen? Warum machst du sowas? Was habe ich dir getan? Ich habe dich mit einem Pfeil beschossen, ist keine Antwort. Er ist einfach in dein Gesicht geflogen. Schon wieder. Aber ich finde es nicht toll, dass du mich mit einem Hammer willst, ne? Hey! Ich bin nicht gerade voll Hammer von dir. Also stirb. Brenne in Feuern von irgendwo. Ich muss einen Pfeil im Arm. Ja, wenigstens nicht im Knie. Sag mir, dass die Höhle... Nein. Natürlich nicht. Wo sollen denn hier noch Feinde sein, außer die Schlachterfische? Du kannst mir nicht erzählen, dass jetzt wegen diesen scheiß Fischlein... Oh, Fischi, Fischi, Fischi. Habe ich irgendeinen... Ja, ich habe einen Stab. Damit ich die aufspießen kann. Aber das ist nicht zum Spießen geeignet. Weil es ja kein Spieß ist, sondern ein Stab. Och nö. Die haben sich eindeutig gegen mich verschworen. Das Gefühl, die machen das mit Absicht. Die machen das sowas von mit Absicht, wenn... Nö, ich hab keinen Bock. Geh jetzt weg einfach. Tschüss. Schönes Leben noch. Nein, ich bin kein Feigling. Das ist einfach nur ein taktischer Rückzug. Wieder Maus-Illusionen. Müsst ihr nicht verstehen. Da geht's raus. Oh ja. So. Ja. Königswappenhöhle. Wir haben es irgendwie überlebt. Aber sie folgen uns. Das ist natürlich weniger böse. Sag mir, dass da irgendwelche Krieger sind. Genau, ich springe jetzt einfach auf das Dach von diesem Schuppenhaus. Mist, zu hoch. Dann beult sich sie von oben weg. Hört auf, mir zu folgen. Können wir nicht einfach Freunde sein?
Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Deswegen reise ich ganz alleine durch die Welt. Ich habe noch Kampfmusik. Und die ist aufgegeben? Nein. Hanakas. Hallo, drei Rehhirsche. Da unten ist ein Eingang. Was ist da oben? Ich sehe nicht mal welche. Was soll das? Keiner. Komm hier, Flammenatom nach. Such mal. Die chillt auch nur rum. Los, such das Böse. Alte Taste. Ist nicht. Lass mich in Ruhe. Das erste, was ich sehe, ist ein Wolf. Das sind ja schon mal gute Voraussetzungen für diesen Dungeon hier. Gar nicht da. Ihr bildet das euch ein. Was ist das? Mich gibt es gar nicht. Ich bin ein Genjutsu. Wer sieht mich? Lass mich ran, das ist mein angeblicher Verfolger, der gar nicht existiert. Wenn ihr es auf Ärger anlegt, könnt ihr gerne Ärger haben. Ja, ich lege es auf Ärger an. Warte mal, kann das sein, dass die Gegner hier drinne? Erstmal verdammte Bogenschützen sind? Lasst es uns zu Ende bringen. Und zweitens, verdammt, ich fall runter. Und zweitens, verdammte Vampire. Vampire, ja. Habe ich das doch noch in Erinnerung? Kampfesmusik rastet immer noch aus. Ich bin am Boden festgetackert. Ich bin kurz vorm Abnippeln. Ja, das sind doch schöne Voraussetzungen, ne? Ach komm, ich werf den Scheißhammer jetzt einfach weg. Tschüss. Gute Reise. Was ist das? Nur ich. Keine Angst. Ich tu dir nichts.
Aber die Hintergrundmusik tut mir was an. Und zwar verfolgt sie mich. Ja, genau. Mach dich unsichtbar, um dich direkt wieder unsichtbar zu machen. Weißt du das? Ja, Blitzdingsmilch. Glasdolch. Oh ja. Wenigstens einer denkt an meine Gefühle. Auch wenn es nicht so viel ist. Aber wenigstens einer. Knoblauch. Moment mal, warum ist hier Knoblauch drin? Ja, Knoblauch drin. Das sind verdammte Vampire. Oh. Ach komm. Das kannst du mir jetzt nicht antun. Ich habe gestern genug Schlösser geknackt für die nächsten 5 Folgen. Also gestern habe ich dich mal wieder Offscreen-Arbeit gemacht. An einem Freitag, den 13. Wer oder was sieht mich? Ich bin doch unsichtbar. Könnt mich gar nicht sehen. Ich halte mir nämlich meine Augen zu. Strauß-Prinzip, ne? Ey, das ist alles unter Wasser. Sag mir, dass es hier keine Schlachterfische gibt. Jetzt ist die Musik wieder normal. Warte mal. Ich hab meinen Ring gar nicht an. Warte mal, ich hab doch... Kein Wunder, ich bin total am Arsch. Mithrilhelm habe ich ja gefunden. Ziehe ich den mal kurz anstelle von dem Mistvieh an. Nice. Und was kann ich gerade entbehren? Eigentlich gar nichts. Na gut. Wir wollen ja nicht hier. Niemand unter Wasser. Das ist doch mal ein schönes Zeichen. Hör auf zu piepsen. Habe ich das doch richtig in Erinnerung? Schon die zweite Statue, die wir finden. Was es damit auf sich hat, vielleicht später mehr. Falls wir überhaupt jemals hier wieder lebend rauskommen. Bei meinem Glück nicht. Ah, ist ein Wohlfeind, den denn... Die ist uns wirklich gefolgt bis hierhin! Och nö, auf dich habe ich überhaupt keine Lust. Also weiche ich dir geschickt aus einfach. Was ist das? Zisch. Das ist keine Schlange. Der Ork. Zisch. Hey! Niemand.